Internationales Eurol-Bergrennen von Esthoven rauf nach St. Agatha. Samstag, 26. September, das Training. Sonntag, 27. September, das Rennen. Alle Infos auf bergrennen.at. Das Wort Überraschungsteam darf man bei der Sportunion Mind Capital St. Martin ruhig strapazieren. Entging der einzige Müllviertel Oberösterreich-Liga-Club in der letzten Saison nur dank des Relegationssieges der Austria aus Klagenfurt gegen Parndorf, dem bitteren Abstieg in die Landesliga, so kennt man in der Meisterschaft 2015-2016 das Gefühl einer Niederlage noch nicht. Zwei Siege und zwei Remis hat die Hasanovic-Truppe bisher eingefahren. Dies ist übrigens dieselbe Bilanz, die der Gegner in Runde 5, die Union Edelweiß Linz, vorweisen kann. Ja, wir haben mehr Qualität in der Mannschaft jetzt und wir haben auf die genaue Position, was St. Martin braucht. Wir haben jetzt die Spieler und natürlich jetzt rennt. Und praktisch Abwehr ist auch jetzt sicher. Wir haben wenig Tore gekriegt und natürlich, wir sind jetzt ungeschlagen bis jetzt. Wohin soll der Weg von Edelweiß führen heuer? Talente ausbilden, einen guten Fußball bieten und eine gute Rolle in der Oberösterreichliga spielen. Ein Abstieg der Müllviertler wäre ein herber Verlust für die gesamte vierte Liga gewesen. Denn die Fußballbegeisterung in St. Martin ist enorm. So ist auch am Sonntagnachmittag das Aubach-Stadion bombvoll. 1000 werden es nicht ganz sein, aber nahe dran ist man auf jeden Fall. Die Heimelf hat dann schon in Minute 5 eine Megachance zur Führung. Nach dieser Nikolov-Flanke ist Leitner, der sicher kein Zwergerl ist, doch um ein paar Zentimeter zu klein, um erfolgreich abzuschließen. In der 12. Minute versucht es Ersoy aus der Distanz. Nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Eine Minute später kommt Edelweiß zur ersten hochkarätigen Möglichkeit. Die Müllviertler klären mit vereinten Kräften. Es ist ein gutes und unterhaltsames Oberösterreich-Liga-Match, das die beiden Teams den vielen Fans bieten. Technische Kabinettstückerl gibt es beinahe am laufenden Band. Hier zeigt St. Martins Katzmeier seine perfekte Ballbehandlung. Die Hasanovic Boys in Hälfte 1 allerdings mit den wesentlich hochkarätigeren Chancen. In der 35. Minute kann Edelweiß Jurinovic gerade noch vor Nikolov klären. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff durch den guten Schirelina eine Traumaktion der Heimelf. Nuhanovic, der schon in Griechenlands zweiter Liga kickte, mit einem Geniestreich. Die Kugel bei Alexander Katzmeier und der lässt die fast 1000 im Aubach-Stadion jubeln. Die Sportunion Mind Capital St. Martin führt ab der 40. Minute gegen Edelweiß Linz mit 1:0. Dieses 1:0 steht auch nach 45 Minuten auf der Anzeigentafel. Jetzt ist Zeit zum Getränke und Essen fassen. Fußball ist in St. Martin ja ein großes Familienfest. Internationales Eurol-Bergrennen von Esthoven rauf nach St. Agatha. Samstag, 26. September, das Training. Sonntag, 27. September, das Rennen. Alle Infos auf bergrennen.at. War schon Halbzeit 1 unterhaltsam. So legen die Jungs im zweiten Durchgang noch einiges drauf. In der 50. Minute muss Leitner das 2:0 für St. Martin machen. Tut er aber nicht. Drei Minuten später hat Bogdan das 1:1 für Edelweiß am Fuß. Dagegen hat allerdings Heimgoalie Joachim Florian etwas. Mit einer Glanztat verhindert er den Ausgleich der Mirnekel. Und auch beim anschließenden Corner der Gäste ist es Florian, der die 1:0-Führung seiner Mannen festhält. Nur 120 Sekunden später
zeigt dann auch Florians Vis-à-vis seine Klasse. Edelweiß-Schlussmann Stefan Singer verhindert das 2:0 durch Leitner. Im Mittelpunkt steht jetzt aber immer öfter der Heimgoalie. In der 65. Minute pariert Florian auch diesen Duric-Schuss. Drei Minuten später gibt es Freistoß für Edelweiß. Die Distanz zum Florian-Kasten etwas mehr als 16 Meter. Akif Imamovic führt aus und wie er ausführt. Der Ball passt ganz genau ins lange Eck des Heimheiligtums. Allerdings wäre es eigentlich das Tormann-Eck. Den Gästen ist es ziemlich egal, ab der 69. Minute steht es im Aubach-Stadion zwischen St. Martin und Edelweiß 1:1. Eine Viertelstunde vor Schluss muss die Hasanovic-Elf wieder führen, tut sie aber nicht, weil Leitner den Traumstangler von Garleitner nicht in, sondern neben den Gästekasten setzt. Etwas Hektik kommt in diesem sehr fairen Oberösterreich-Ligaspiel in der 80. Minute auf. Für Edelweiß Yilmaz ist wegen einer Unsportlichkeit, die Lenas Assistent anzeigt, das Match nach Gelb-Rot frühzeitig zu Ende. Aber auch mit einem Mann weniger am Feld sind es die Linzer, die in der 86. Minute ganz nahe dran am Sieg sind. Bogdan allein unterwegs Richtung Heimtor, aber zum x-ten Mal heißt es, and the winner is Joachim Florian. Damit ist nach 90 Minuten eines gewiss. Sowohl St. Martin als auch Edelweiß Linz bleiben auch nach 5 Runden der Oberösterreich-Liga-Saison 2015-2016 unbesiegt. Vor Spiel bin ich mit Punkt zufrieden, aber wenn wir schauen Spiel, wir sind da, ich glaube, näher zum Sieg. Wir haben vor allem Spiel zum zweiten Halbzeit, wir haben 300%ige Chance. Und wir mussten vor 1:1 machen 2:0 und dann wird Thema erledigt. Dann haben wir 3 Punkte. Rassige Partie, viel Zuschauer, es wurde einiges geboten, es waren Chancen hüben und drüben. Die Partie hätte auch 3:3 ausgehen können. Ich glaube, letztendlich war es ein gerechtes Unentschieden.